Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Morgen oder was auch immer bei euch gerade für eine Uhrzeit ist zu Let's Play World of Warships. Heute mit der Torpitz. Ja, eigentlich Tirpitz, wir wissen alle, aber hier wird sie in diesem Video und ich freue mich schon. Ich sehe nur die Stats, aber ich freue mich. Sie wird sie als Torpitz genutzt und hier hat sie dieses coole Steampunk-Design. Frag mich bitte nicht, wie er das jetzt hier geschafft hat, das jetzt hier reinzubekommen dann noch, aber sei mir ja egal. Von dem her ist es auf jeden Fall hier noch drin. Ich finde es mal ganz lustig für dieses Video. Ansonsten ist es aber eine ganz normale Runde, so wie ich das sehe. Also fragt mich bitte einfach nicht, wie es dazu gekommen ist. Es ist so und vielleicht kann derjenige, der Appsku, das Ganze ja nochmal aufklären, warum hier seine Tirpitz einfach so geil aussieht, wie sie halt aussieht. So, oder ihr wisst es vielleicht sogar selbst. Jetzt aber, also klar, ich weiß, es ist irgendwas mit dem Halloween-Event, aber keine Ahnung, wie er es geschafft hat, dass ich in seiner Replay-Datei das sehe. Egal. So, jetzt aber weiter im Text, denn wir haben ihn hier in der Tirpitz, ein Mate in der weiteren Tirpitz und... Oh Gott, das ist geil ausgesehen. Und die North Carolina dahinter. Und jetzt muss ich gleich nochmal gucken, wie das aussieht hier mit der... mit den Schüssen. Aber erstmal geht's hier für die Benson. Da will er ein... erstes Zeichen setzen, aber die Benson hat sich da jetzt mal nicht treffen lassen. Und die Mogami da schon abyssal, aber jetzt auch nicht wirklich, wirklich krass. So, und vielleicht schlägt es ja jetzt schon richtig auf die Mogami ein. Nein, aber das war knapp. Da war viel Wasser und wenig Schiff. Torpedos voraus. Da hat er ein paar Torps, aber die sieht er so früh. Ist da jetzt gar kein Problem, dass er da... in die Torps fahrt. Ganz im Gegenteil. Er sieht die so früh, da kann er easy peasy ausweichen. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. So, die Mogami dreht jetzt rein. Das kann natürlich jetzt für ihn die Chance sein, da jetzt mal richtig zu treffen. Und die zwei schauen gut aus. Oh, nee, nur 5000. Ich dachte, da passiert jetzt ein bisschen mehr. Ich hatte hier schon... schaut echt gut aus. Die Sekundären, wenn sie hier schießen, schaut einfach nice aus. Schau mal, vielleicht sehen wir sogar die Kanonen nochmal, wie sie jetzt ballern. Also diese Schiffe in diesem Steampunk-Design, egal wann, wie, wo die gibt, ich finde, die sind immer absolute Sahne bei World of Warships. So, jetzt hat er seinen Mate da auch noch getroffen. Aber der wird ihm da jetzt wahrscheinlich keinen Strick draus ziehen, denn der war... sehr überschaubar, der Hit. Jetzt brennt er. Feueralarm. Dann muss er natürlich jetzt auch auf die Torpedos, die möglicherweise auf dem Weg zu ihm sind, aufpassen. Ja, und da ist schon... oh, da, gut, dass er da abgedreht hat. Denn hier kommen die Torps. So, jetzt hat er das Feuer gelöscht und... heilt sich auch wieder. Torpedos achte aus. Auch die Tops stellen jetzt kein Problem für ihn dar. Torpedos achte aus. So, das Schiff ist erstmal raus. Die Mogami mit 7,2 Kilometer nicht weit weg. Da wieder Torps, also Torps, Torps und nochmal Torps hier. Ja, da hat die Tirpitz hier seinen Mate schon gemacht. Mogami ist direkt rausgenommen worden. Torpedos direkt voraus. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentriert.
Oh, und die Tops kommen erstmalig aber richtig unangenehm. Da fängt er sich auf jeden Fall einen. Mit. Ah, da. Eieieiei. Also, jetzt muss er natürlich sofort auch da wieder reparieren, um den Wassereinbruch zu stoppen. Und die Heilung, die sollte er dann auch recht bald nehmen, sobald sie wieder ready ist. Weil aktuell 28.000 Hitpoints sind noch okay. Aber, naja, wir haben ja gesehen, die Torps, die kommen schnell und dann eben auch sehr tödlich. So, jetzt hat er zeitlich gleich einiges vor sich. Bayern und die andere Tierpitz. Und jetzt geht er erstmal für die. Hat dann schon ein bisschen was austeilen können. Noch 4000 Hitpoints, aber sich gegenheilen die Tierpitz. Er selbst ist nicht in Torpedo-Position, aber vielleicht ja hier. Mal blind in den Nebel reinhalten. Der Katapultjäger, der kommt jetzt auch in die Luft. Den Brand hat er an der Tierpitz angezettelt und jetzt, klar, jetzt muss er die erstmal rausnehmen. Danach kann er sich dann den anderen widmen. So, Tierpitz Nummer 1 raus. Die Bayern, die geht jetzt mal nicht für ihn. Die Torps, die spart er sich gerade noch auf. Und vor ihm jetzt die Benson. Sehr nah, nicht mal 3 Kilometer weg. Da geht's jetzt richtig rund. Aber Benson ist auch schon raus. So, und was macht jetzt die Bayern? Die fahrt einfach nur weg von ihm. Sekundären Ballern schon drauf. Ein Brand wäre es natürlich hier schön. Und Bayern dreht jetzt rein. Das ist seine Chance, da jetzt vielleicht die Zitadelle zu behaken. Aber leider die Zitadelle nicht getroffen. Trotzdem aber 20.000 Schaden. Und dann ist er auch schon weg. Sehr, sehr fein. Wobei das die Queen Elizabeth, die da dann sich den Sturkopf eingesichern wollte, da auch mit dem Leben bezahlt hat. 2 Caps beim Gegner, einer komplett noch frei und kein Cap bei ihm. 4 Schiffe gegen 5, also aktuell ist die Situation nicht gut für ihn und sein Team. Da muss jetzt nochmal der Boost-Knopf gedrückt werden. So, die Queen Elizabeth des Gegners soll da nochmal eine bekommen. Und ja, dafür, dass die echt nicht so geil ausgesehen haben, die Schüsse. Aber doch knapp 11.000 Schaden gemacht. Holla die Waldfee, mit dem habe ich nicht gerechnet. Jetzt ist nur die Frage, geht er jetzt dafür weiter drauf, aktiv? Oder holt er sich erstmal den Cap, so wie es aussieht, und fährt dann drauf? Oder sagt er sich, nee, ich bleibe noch ein bisschen passiv. Wobei passiv darf man jetzt nicht bleiben bei 85 zu 630. Sondern jetzt muss man definitiv mal Gas geben. So, und jetzt geht er dafür. Tierpitz, der Gegner, sehr nahe. Und jetzt kommt natürlich so die Situation, wo jetzt die Tierpitz zu Torpitz werden dürfte. Die Torps der Tierpitz, die gehen erstmal komplett daneben. Und er schaut schon, er prediktet dann so ein bisschen, was die gegnerische Tierpitz machen könnte.
Er wartet gerade noch ein wenig und ich denke mal, jetzt wird es nicht mehr lang dauern. 2 Kilometer, die Tops gehen auch schon raus. Und die schauen gut aus, die schauen richtig gut aus. Und die sitzen mal allesamt, alle 4 treffen da und er macht es da final weg. Und das Schöne ist, er hat auf der anderen Seite ja auch nochmal welche. Also das heißt, hier eindrehen, Schiff stark einschlagen, hart Steuerbord. Und dann jetzt sagen hier, Tschüssikowski, Bayer, North Carolina. So, die Fahrt ist nämlich eh auf Land auf. Und zack, auch da sitzen alle 4. 40.000 Schaden. Und jetzt hinten mit den letzten, mit den Heckkanonen einfach da abschließen. Oder einfach per Brand, auch egal. So macht man 2 Schiffe im Nahkampf weg. Sehr, sehr geile Action. Und damit steht es in Anführungszeichen nur noch 2-3. Klar, der Gegner hat noch ein Cap mehr und er brennt hier lichterloh, kann sich auch nicht mehr heilen. Aber so weit hat er das jetzt sehr schön gemacht. Die Graf Spee, die wird jetzt auch behakt. Muss man aufpassen, dass er nicht hier den Landgang angeht, aber das schaut gut aus. Sollte er noch locker hinbekommen. Aber 5000 Hitpoints ist natürlich wirklich nicht viel. Was haben wir noch an Schiffen? Noch eine Bayern und ihn. Keine wirklich tolle Ausgangslage, da sind wir uns mal ehrlich. Der Gegner hier noch mit einem Joko und einer Graf Spee. Die Graf Spee hat man ja zuletzt gesehen. Die war noch fast voll. Also da ist es schon nochmal eine ganz klare Hausnummer an Unterschied. Jetzt will er hier auch nochmal ein paar Tops Richtung Graf Spee setzen. Das Flugzeug hat er jetzt mal abgeschossen. So, die Graf Spee, die kommt jetzt da sehr nahe ran. Aber leider, der eine Torpedo, der da gut geklappt hätte, der ist in die Insel gegangen. Und dementsprechend muss er jetzt dann da wieder umdenken und umlenken. Die Graf Spee mit Torps. 2 Zitadellen, 25.000 Damage. Und da hat es die Bayern schon gemacht. Er muss sich jetzt unbedingt sofort heilen bzw. reparieren. Denn jetzt hat er nur noch 2800 HP und die Miyoko da hinten, die ist auch noch rappelvoll. Also er verkauft sich hier so teuer als möglich. Das kann man auf jeden Fall schon mal attestieren. Das Team steht kurz vor dem Sieg. So, die Miyoko jetzt hier. Jetzt muss die Salve schön sitzen, aber nur 4600 HP und er hat doch 570. Das Thema ist so gut wie gelaufen für ihn. Mal schauen, was er da jetzt noch rausholen kann. Ich selber halte jetzt noch die Fresse für die letzten 20 Sekunden, wünsche euch viel Spaß damit und mal schauen, was passiert. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.